Warum ich jetzt schon so viele Jahre da immer ans Limit gehe, ist einfach, weil ich da eine Passion dafür habe. Ich liebe den Sport, seit ich klein bin, und liebe es draußen zu sein, liebe es zum Trainieren, liebe es mich weiterzuentwickeln. Und natürlich sind die Ergebnisse und die Erfolge schön, aber oder das ist nicht das, warum ich es mache, sondern weil es mir unglaublich viel Spaß macht. Ja, einfach den schönsten Beruf der Welt. Ja, man kann schon sagen, die Kombination ist eine der technisch anspruchsvollsten Sportarten, weil es eben genau dieses Gleichgewicht zwischen den zwei Sportarten mit dem technischen Bereich vom Skispringen, dem Kraftausdauerbereich beim Langlaufen, da immer die Balance zu finden, das ist einfach ja immer eine Gratwanderung. Gerade an der Schanze ist wirklich die Vorbereitung extrem wichtig. Man freut sich irgendwo drauf, aber gerade beim Wettkampf ist natürlich auch eine Nervosität mit dabei, die es auch braucht. Es ist einfach nur so eine Phase, wo man dann einfach auch nochmal in sich geht, nochmal den ganzen Ablauf vom Sprung durchgeht, sich nochmal mental wirklich richtig fokussiert, richtig drauf vorbereitet, dann die Ski greifen und dann geht's raus auf den Anlauf, auf die Schanze und dann geht's los. Also Skispringen bleibt besonders, weil es einfach nicht jeder machen kann. Man hat sich das erarbeitet, einfach um auf dem Niveau das so machen zu können, und es ist immer ein cooles Gefühl. Ja, gerade nach einem harten Training oder in der Wettkampfphase vor allem, nehme ich da die 20 Minuten, eine halbe Stunde, investiere ich da in eine aktive Regeneration, hilft mir extrem viel, um mich wieder für den nächsten Tag herzustellen. Ja, denen dann auch, aber mit der Black Roll reinzugehen, dem Black Roll Bowl dann wirklich ja, härtere Verspannungen zu lösen. Leider ist nicht immer unser Physio dabei, und da versucht man sich natürlich selber zu helfen. Da hilft auch die Faszie-Gun, wo man dann sagen kann, man kann sich quasi Massage dann selber irgendwie geben, gerade für die Beine, aber auch Schulter-Nackenbereich, wo auch bei uns sehr beansprucht wird. Und seit ich eigentlich zum ersten Mal nutze, komme ich nicht mehr weg davon, weil es macht schon viele Dinge einfach leichter, um sich da einfach wieder schneller wieder herzustellen sozusagen. Draußen oder gerade in den Bergen unterwegs zu sein, ist schon sowas, wo ich sage, gerade meine mentalen Akkus lädt es wieder extrem auf, weil es einfach auch irgendwo eine meditative Bewegung ist, die das Skitouren gehen, dann eher auch so eine aktive Erholung. Und ja, das Skifahren dann im Backcountry ist wirklich ja auch nochmal eine Art Freiheit, wo man dann einfach mit so einer Aussicht da seine Mühe setzen kann, und da hole ich mir schon sehr viel. Das Erlebnis mit Freunden oder dann auch mit meiner Schwester teilen zu können, ist nochmal spezieller, weil man dann einfach diese Glücksmomente irgendwo teilen kann, und das macht es einfach nochmal besonderer. Ja, natürlich geht es im Leistungssport immer um höher, schneller, weiter, und gerade in den jüngeren Jahren denkt man, es geht immer so weiter, aber ich habe auf dem Niveau relativ schnell festgestellt, dass es einfach nicht ohne die nötige Prävention erstmal geht, aber natürlich auch die Regeneration und dieses Zusammenspiel, dass man erstmal seinen Körper so pflegt, dass man gar nicht in die Situation kommt, dass er irgendwo überbelastet ist. Das ist unglaublich schwierig, aber dieses Gefühl, den Sport auf dem höchsten Niveau auszuüben, Weltspitze zu sein, das ist schon cool.